Ja, hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem kleinen Gear Review. Ich habe einen neuen Hobokocher, der ist kürzlich erst gekommen und den werde ich heute bei unserer Overnight Tour ausprobieren und ich zeige euch den jetzt erstmal. Geliefert wird das Ding in dem Beutel. Link gibt es natürlich wie immer unterm Video. Und der Hobo besteht dann insgesamt aus drei Teilen. Beziehungsweise eigentlich vier, wenn man es genau erzählen kann. Der unterste Teil dient als Ständer. Dann kommt der Vergaseraufsatz drauf, das heißt, das ist eine Doppelwand. Das heißt, es kann hier nochmal Luft durchziehen, die dann oben das Rauchgas nochmal entzündet. Wird aufgesetzt. Der Einsatz, wo dann das Holz drinnen liegt. Und schlussendlich oben drauf noch der Topfaufsatz, wo man dann den Topf entsprechend draufstellen kann. Den werde ich heute nicht verwenden, weil ich habe heute ein paar Käsekreiner mitgenommen. Die werde ich mir da dann oben Feuer dann grillen. Dementsprechend wird der Topfaufsatz nicht zum Einsatz kommen heute, der Rest aber schon. Ich gehe jetzt mal Feuerholz sammeln und dann werfen wir das Ding mal an. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt schon etwas Feuerholz gesammelt, zerkleinert. Das möchte ich da jetzt dann nachher gleich mal verheizen. Habe mir hier auch ein kleines Zundernest vorbereitet, ein Stück Rinde und ein paar Flocken Kienspan und dazu noch etwas Harz, um das Ganze vernünftig in Gang zu bringen. Ich wollte gerade sagen, wenn es der Chris nicht innerhalb einer Minute schafft, dann muss er Feuer fahren. Das wär. Ja, Mahlzeit Leute, das Würstel ist fertig, Hobo brennt, Test erfolgreich.